Hallo, ich habe hier von Gearbest den JG Aurora 3D-Drucker und zwar das große Modell mit dem 300er Bauchraum. Der Drucker zeichnet sich dadurch aus, dass der eigentlich vom Design ein bisschen hübscher ist, als das, was man so standardmäßig so bekommt. Er hat ein Stahlgehäuse, wie wir dann später sehen werden, noch ein paar andere Besonderheiten, wie so eine besondere Druckplatte, die das Entfernen erleichtert. Naja, er soll extrem akkurat drucken. Na naja, gut, das ist jetzt sehr unverbindlich. Er hat so einen Stromausfallmechanismus, dass er irgendwie nach Stromausfall automatisch weiterdrucken kann. Gut, in Europa ist das Stromnetz recht sicher, da braucht man das echt selten. Und er hat ein farbiges Touchscreen-Display. Und jetzt werde ich mal dieses schlanke Paket öffnen. Das sind stolze 16 Kilogramm. Und wir wollen mal schauen, was da so drin ist. So, es ist auch alles unversehrt angekommen. So, gut eingepackt. Styropor unbeschädigt. Arbeiten wir uns mal vor. So, was haben wir hier? Ach, das ist eine komplette Einheit. Das ist der komplette Unterbau hier schon. An erster Stelle, nicht nur das Druckbett. So, ich heb das mal raus. Man sieht auch, wie leichtgängig das Ganze ist. So, hier nehmen wir die Schutzfolie. Vermutlich die üblichen Linearführungen, diverse Anschlüsse hier an der Seite, USB, dann vermutlich hier die Motoren und der Extruder. Ja, es wiegt schon mal so, naja, 6-7 Kilogramm, schätze ich. So, machen wir mal weiter. Ups. So, was haben wir hier? Eine kurze Bedienungsanleitung. Schauen wir uns später etwas genauer an. Aufwärmtipps. So, hier eine kleine Filamentrolle. Und ich denke mal, die zweite Etage. Leider viel Styropor. So, aber alles gut eingepackt. Oh, das sieht auch sehr sauber aus. Was haben wir hier? Teile und Zubehör, europäisches Netzkabel, Inbus, eine Garantiekarte, Clips für das Druckpad, Spiralschlauch, USB-Kabel, eine Ersatzdüse, ein paar Schrauben. Und eine Schutzfolie, vermutlich für das Display. Ein USB-Stick, vermutlich Anleitung und Software drauf. Die Software wird wahrscheinlich Cura sein und irgendein PDF oder ein paar Videos. Ansonsten müsste man mal bei eBay gucken. So. Das ist der Rahmen. Wie man sieht, besteht der gesamte Drucker aus, naja, im Prinzip drei Teilen, wobei das Teil, das ist, ich vermute mal, der Filamentteil, ja, das kann man wohl als Teil nicht mitzählen. Der gesamte Drucker besteht aus diesen zwei Teilen.
So, hier ist eine kleine Schraube abgefallen. Eine Rentenmutter. So. Okay. Das finden wir noch raus. So. Das Ganze ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Stahl oder Aluminium ist. Wahrscheinlich sogar ein Stahlrahmen. Hoppla, hier ist der Bowden-Extruder. Na, hier sind die Anschlüsse, die in die Seite dann da reingehen. Hier zu sehen. Hier mal die Abdeckung abmachen. Ja, das, wir haben eben gesehen, das sind, ist bloß eine Handvoll Schrauben. Das ist erstaunlich wenig. Ich glaube, so schnell habe ich noch einen Drucker zusammengebaut. Ich zeig noch mal die Schrauben. So. Okay, 2, 4, 6, 8, 9. Die Zielfalle ist vielleicht das eine Ersatz. Also 8 oder 9 Schrauben. Und dann ist der Drucker zusammengebaut. So, ich füge das nochmal ins Bild. Der Wagen ist eine komplette Einheit. Hier unten das Druckbett. Reingucken kann man im Moment, glaube ich, noch nicht. Gucken. Hier vorne sieht man den Controller. Das Ding hat auch irgendeine SD-Karte hier an der Seite. Ich weiß bloß nicht, ob man da dran kommt. Und ja, lässt sich noch nicht so erschließen, was da für ein Controller drin ist. Dafür müsste man ihn mal aufmachen. Aber das sollte man nicht gleich als erstes tun. So, hoppla. Ah, die Rändelschraube hat sich hier vom Druckbett gelöst hier vorne. Aber immerhin, auch schon mal Rändelschrauben, das ist schon mal ganz nett. Hier ist diese spezielle Glasplatte. Die sind auch, wenn man die einzeln kauft, relativ teuer. So, das Alubett ist recht dünn, wölbt sich ein bisschen nach oben. Ist aber egal, die Glasplatte ist das Entscheidende. Die muss eben sein. Ja, hier haben wir diesen kleinen Mini-Extruder. Das Ding ist wirklich winzig. Na gut, der Bowden macht es halt. Kleiner Filamentlüfter. Und ja. Also im Verhältnis zum Extruder ist das Ganze sehr stabil ausgeführt. Tapetspindeln auf beiden Seiten. Das ist einer 30er Druckgröße ja, angemessen. Also das Ding macht einen sehr stabilen und soliden Eindruck. Sieht auch sehr formschön aus. Es ist natürlich ein bisschen teurer, kostet in der großen Variante so knapp 300 Euro. Aber sieht schon mal nicht schlecht aus. Kann man sich durchaus auf den Bürostisch stellen. So, und ich möchte jetzt keinen mit so einem Zusammenbau-Video langweilen. Ich vermute mal, das geht recht schnell, den zusammenzustecken. Und dann melde ich mich wieder, ja, wenn der Druck bereit ist und ich mehr über das Gerät erfahren habe. Bis dann, tschüss.